Hallo Leute und herzlich willkommen zum 53. Part von Pokémon Super Mystery Dungeon. Im letzten Part, da haben wir den Baum des Lebens bestiegen, sind bis zur dunklen Materie vorgedrungen und haben beide Phasen besiegt, nachdem wir die zweite Phase erstmal verkackt haben. Und jetzt wurden alle Pokémon wieder entsteinert und wir wollen das Spiel mal fortsetzen. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. So. Letztes Kapitel. Der erste Baum. Die letzten Wolken. Wo sind wir? Was? Wie kann das sein? Innes, steh auf, schnell! Oh nein, bitte nicht. Innes, komm zu dir. Mach mir keine Angst, Innes, steh endlich auf. Aua. Innes, ein Glück. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Jan, wo sind wir hier? Innes, sieh nur. Das. Schick, schick. Was ist das? Ach, das ist der Baum des Lebens. Das ist doch der Baum des Lebens. Ja, das denke ich auch. Wir haben ihn ja immer nur verdorrt gesehen. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber wenn du mich fragst, ist das der Baum des Lebens? Er ist so wunderschön. Wahnsinnig toll, oder? Er strahlt in so vielen verschiedenen Farben. Jetzt verstehe ich auch endlich, warum er Baum des Lebens heißt. Oh, was ist das? Es kommt auf uns zu. Ist das ein Pokémon? Xerneas, okay. Wow, da kam jemand raus. Wer bist du? Ich bin Xerneas. Ich bin die Verkörperung des Baums des Lebens. Die Verkörperung des Baums des Lebens? Ja, ihr seid hier im Wald des Anfangs. Und wie ihr mit eigenen Augen sehen könnt, steht der Baum des Lebens wieder in Blüte. Das ist ganz allein euer Verdienst. Und was ist mit der dunklen Materie? Sie ist verschwunden. Die negativen Gefühle haben sich nicht verteilt, sondern in Wohlgefallen aufgelöst. Die dunkle Materie verschwand schließlich in einem hellen Lichtblitz. Dadurch konnte die Kollision unseres Planeten mit der Sonne erfolgreich abgewendet werden. Soll das heißen? Ja, ihr zwei habt unsere Welt gerettet. Vielen Dank. Innes! Ja, Jan. Wir haben es geschafft. Hurra! Wir haben es tatsächlich geschafft. Yay! Jan, Innes, passt auf. Wer ist das? Ah! Jirachi? Hirachi? Aua! Geht's noch? Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht mit vollem Karacho anstimmen sollst. Hirachi! Celebi! Ich wollte doch nur Jan so schnell wie möglich vor Freude um den Hals fallen. Aber ich hatte wohl zu viel Tempo drauf. Naja, auch egal. Dann habt ihr beiden also es geschafft, Jan und Innes. Hey, ihr seid absolute Spitzenklasse. Ihr habt die dunkle Materie tatsächlich bezwungen. Vielen Dank, Hirachi und Celebi. Aber woher wisst ihr überhaupt davon? Arceus hat alle darüber unterrichtet. Arceus? Genau. Er hat allen Pokémon in der ganzen Welt die frohe Nachricht gesendet, dass unsere Welt gerettet worden sei. Die Dunkelheit, die unsere Welt umhüllt hatte, ist tatsächlich verschwunden. Auch die Sonne ist wieder so, wie sie sein soll. Alle sind überglücklich. Das sind wirklich tolle Neuigkeiten. Ja, deshalb konnte ich auch vorhin es kaum abwarten, dir um den Hals zu fallen. Huch. Wieso weißt du mir aus? Weil du einfach zu viel Tempo drauf hast. Das ist keine Umarmung, sondern ein Tackle. Wirklich? Ja, irgendwie schon. Ich freue mich ja auch, dass du dich so freust, aber... ich will nicht über den Haufen gerannt werden. Was? Nanu, das ist aber merkwürdig. Ich wollte gerade Jan in meine Arme schließen. Und dann, puff, weg ist sie.
Ampharos. Oh, wenn das mal nicht Ines ist. Komm in meine Arme, mein Freund. Hm, jetzt ist auch noch Ines verschwunden. Er steht doch hinter dir, Ampharos. Hipsiau. Ines, ihr habt es wirklich geschafft. Die dunkle Materie zu bezwingen, das ist wahrlich eine Heldentat. Und ganz nebenbei habt ihr damit auch noch die Welt gerettet. Gut gemacht, ihr zwei. Aber wo steckt eigentlich Jan? Hat jemand gesehen, wo sie hingegangen ist? Da drüben, Ampharos. Na sowas. Was sucht sie da auf dem Boden? Hat sie etwas verloren? Was ist passiert? Na, du hast sie doch eben umgerannt. Na, wer ich? Warum sollte ich so etwas tun? Weil du so nie weißt, wohin du stolperst. Und ständig stößt du dabei gegen irgendwas oder irgendjemanden. Och, das tut mir aber wirklich leid, Jan. So leid. Bitte vergib mir. Bist du in Ordnung? Ja, alles bestens. Ich dachte, es wäre sicherer, liegen zu bleiben, bevor du mich nochmal umrennst. Aber schön, dich zu sehen, Ampharos. Das hast du echt toll gemacht, Jan. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ihr wirklich die dunkle Materie besiegt habt. Danke, Ampharos. Es tut gut, so gelobt zu werden. Nur nicht so schüchtern. Lob mich ruhig über den grünen Klee. Haha. Nee, nur nicht übermütig werden, Jan. Alle haben mitgeholfen und alles gegeben. Nur so konnte die Zerstörung des Baums und des Baums des Lebens verhindert werden. Schon vergessen? Nein, wie könnte ich das jemals vergessen? Danke euch allen, konnten wir die Welt retten. Deshalb bin ich jetzt auch so glücklich und ausgelassen. Lass uns dieses Glücksgefühl noch einmal genießen, denn wir haben die Welt gerettet. Unglaublich, das ist einfach nur unglaublich. Wo ist Xerneas eigentlich? Findest du das nicht auch, Ines? Genieß den Moment, lass du dich auch mit Lob überschütten. Was, ich? Ich glaube, Ines mag die ganze Aufmerksamkeit nicht so wirklich, oder? Ich bin zwar nicht so begeistert von deinem selbstgefälligen Charakterzug, Jan. Aber sei's drum, du hast dir dieses Lobs wirklich mehr als verdient. Keine Frage. Und ihr zwei, seid zum Glück unversehrt. Psiau. Psiau. Megalon? Nein. Der denn? Wahrscheinlich. Das Forscher-Gadget. Alarmiere Forscher-Gadgets hervorgeholt. Kann mich jemand hören? Der denn? Bist du das? Jan, schön zu hören, dass es dir gut geht. Und wo ist Enes? Ja, der ist natürlich auch hier. Ganz genau genommen sind wir alle hier. Und zwar im Wald des Anfangs. Oh, Teamleiter. Ganz recht, hier spricht Ampharos. Hierachi ist ebenfalls hier. Und uns allen geht's gut. Moment mal, dir denn. Dass du jetzt gerade mit uns redest, bedeutet ja... Exakt, ich bin nicht mehr versteinert. Das gilt auch für alle anderen in den alten Ruinen. Flunkifer, Skoppel, Marmelin. Ich habe vorhin noch Flapterix auf dem Singsberg erreichen können. Und als ich Flauschling angefunkt habe, verwurzelte sie gerade ein paar Äpfel. Sprich, wir sind alle wohlauf. Das haben wir euch beiden zu verdanken, Jan und Enes. Vielen, vielen Dank. Wie schön. Ich bin ja so glücklich. Ich hatte solche Angst als... Wie denn? Macht euch keine Sorgen um uns. Findet lieber einen Weg hier raus. Tut es für uns. Ich wollte euch helfen, aber ich konnte es nicht. Du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ihr habt danach wirklich alles gegeben. Und nur deswegen können wir jetzt wieder miteinander reden. Teamleiter, wir machen uns dann mal auf den Rückweg zum Hauptquartier. Fein. Freuen wir uns also schon mal darauf, uns dort gemeinsam weiter zu freuen. Klingt gut. Bis dann. Auch die anderen versteinerten Pokémon sollten dann wieder putzmunter sein. Auch Entei, Latias und alle anderen? Und alle Dorfbewohner? Und Opa? Ich bin so froh. Ui, ich glaube, ich kann meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Jan. Die Ärmste. Jetzt, wo alles überstanden ist, wird sie wohl von ihren Gefühlen übermannt. Am besten gönnen wir ihr ein wenig Ruhe. Die hat sie sich wirklich verdient. Ah. Nun gut, liebe Freunde. Wir sollten noch ein wenig Rast machen und dann beschwingt die Heimreise antreten. Die Heimreise nach Trubelstadt. Jo. Und so kehrten Enes und die anderen schließlich fröhlich nach Trubelstadt zurück. Endlich dort angekommen, wurden sie unter frenetischem Jubel empfangen. Die wiedervereinten Teammitglieder genossen ein sehr emotionales Wiedersehen. Gemeinsam feierten sie ausgelassen die Rettung ihrer wunderschönen Welt. Einige Tage später.
Danke, Psiao. Du hast uns wirklich sehr geholfen. Nicht doch. Du hast dich schließlich um mich gekümmert, als ich nicht wusste, wohin. Ich verdanke dir wirklich viel. Ach, nicht der Rede wert. Ich wünsche dir eine sichere Heimreise. Und euch wünsche ich natürlich dasselbe, Ines und Jan. Danke. Und danke für den Urlaub, Ampharos. Richtet bitte allen Ruhe noch herzliche Grüße von uns aus. Ach, wir haben Urlaub. Machen wir. Also, bis dann. Passt gut auf euch auf. Und erholt euch gut. Es war wieder Frieden in der Welt der Pokémon eingekehrt. Ines und Jan baten den Teamleiter deshalb um etwas freie Zeit. Ampharos willigte natürlich sofort zu und schickte sie in ihren wohlverdienten Urlaub. Ihr Urlaubsziel war Ronau, denn daheim ist es bekanntlich am schönsten. Psiao hatte von Anfang an geplant, wieder nach Ronau zurückzukehren. Und auch wenn unsere Helden wussten, dass es allen im Dorf gut ging, ließen sie es sich nicht nehmen, sich vor Ort selbst davon zu überzeugen. Und so kam es, dass sie für eine Weile nach Ronau zurückkehrten. Ha, ich weiß noch, wie wir das erste Mal hier standen und auf Trubelstadt hinabblickten. Alles war noch so neu und unbekannt. Doch jetzt kommt es mir so vor, als würde das schon ewig zurückliegen. Ich bin ja so froh, dass niemand mehr versteinert ist und alle wohlauf sind. Ich kann euch gar nicht genug danken, Ines und Jan. Wirklich. Vielen Dank, dass ihr die Welt gerettet habt. Schon irgendwie bizarr. Du hast uns in Ronau ja damals ja erzählt, dass du in Wahrheit ein Mensch seist, Ines. Aber ich hätte niemals gedacht, dass sich ein vorzeitiges Pokémon namens Mew in diese Welt geholt hat. Und dass du vor langer Zeit schon einmal gegen die dunkle Materie gekämpft hast. Ja, kaum zu glauben, was? Als Celebi uns davon erzählt hat, wollte ich mein Ohr nicht trauen. Ich kann mich an nichts erinnern. Also kann ich auch nichts dazu sagen. Mal ganz davon abgesehen, ob du dich daran erinnern kannst oder nicht, deine Bestimmung hast du auf jeden Fall erfüllt, Ines. Ganz egal, ob du in der Vergangenheit oder in der Gegenwart. Du kommst immer wieder, wenn wir dich brauchen und rettest unsere Welt. Du bist unser Held, Ines. Vergiss das niemals. Genau. Für mich bist du auch ein Held, Ines. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Siehst du, so stolz. Du tust dir wirklich keinen Gefallen mit dieser Grimasse, Jan. Das sieht einfach nur albern aus. Was findest du? Süß. Danke, Psiao. Danke, Jan. Aber, Moment mal. Wenn ich vor Ewigkeiten schon einmal hier in diese Welt gekommen sein soll. Bin ich also nach dem Sieg über die dunkle Materie wieder in meine Welt zurückgekehrt? Ach nee, nicht das schon wieder. Weil ich damals meine Bestimmung in der Welt der Pokémon erfüllt hatte. Und jetzt, die dunkle Materie ist verschwunden. Die Welt ist wieder friedlich. Okay, dann kommt bald wieder die Abschiedsszene. Was geschieht jetzt mit mir? Meine Bestimmung ist wieder erfüllt. Und nun? Muss ich in die Welt der Menschen zurück? Muss ich diese Welt verlassen? Muss ich von allen Abschied nehmen? Hm? Alles okay, Ines? Du siehst so nachdenklich aus. Ja, du wirkst auf einmal geistesabwesend. Alles in Ordnung mit dir? Jo. Puh, dann ist ja alles gut. Ich möchte so schnell es geht alle wiedersehen. Lass uns weitergehen. Frohen Mutes zogen Enes, Jan und Psiao weiter nach Ruhenau. Die Reise führte sie über Stock und Stein, doch die weite Täler und die wilden Wälder, durch weite Wälder und wilde Täler, wie auch immer, und dann... Wir sind da, Ruhenau hat uns wieder. Was meint ihr? Obwohl alle aus dem Häuschen sind, wenn sie uns sehen? Leute, wir sind wieder zurück! Hä? Hier ist ja niemand. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Ines, Jan, Psiao! Willkommen zurück! Da sind sie ja alle. Wow. Willkommen daheim! Woher wusstet ihr denn, dass wir kommen? Psiao hat es uns mitgeteilt. Ja, Psiao. Psiao, wirklich? Ja, und wir haben beschlossen, euch zu überraschen. Echt jetzt? Du hast dir wirklich nichts anmerken lassen, Psiao. Ja, nach meinem Gespräch mit Sesokids fand ich die Idee ganz witzig. Aber selbst wenn Psiao uns nicht Bescheid gegeben hätte, alle wussten auch schon, dass wir kommen. Unterschätzt nie das Informationsnetz unserer Läden.
Wie dem auch sei, ihr beiden habt wirklich Unvorstellbares geleistet. Es ist wahrlich nach eurem beherzten Einsatz zu verdanken, dass unsere Welt gerettet wurde. Nur... Mein Einer war noch nie so gerührt. Das beweist wohl, dass mein Einer als euer Lehrer alles richtig gemacht hat. Mitnichten, Konrektor, mitnichten. Ines und Jan, danke. Vielen Dank. Ay caramba, habt ihr euch vielleicht gemausert? Bueno, ich gebe zu, dass ich euch unterschätzt habe, pardon. Tut mir leid, dass ich euch nicht für voll genommen zu haben. Gracias por todo, danke für alles. Ja, danke. Herzlichen Dank. Leute, ich bin ja so froh, dass es euch allen gut geht. Hey, wo ist eigentlich Blanas? Blanas? Hä? Ist er denn zurück? Ja, aber er wollte seine Rückkehr wohl nicht extra an die große Glocke hängen. Wurde mir zumindest so gesagt. Blanas ist wieder gegangen. Opa! Er hat nur die Runde durchs Dorf gemacht und sich bei allen entschuldigt. Er konnte dir wohl einfach nicht in die Augen sehen, Ines. Es ist noch nicht lange her, seit er das Dorf wieder verlassen hat. Ja. Blanas hat das Ganze auf jeden Fall sehr leid. Und eigentlich sind wir ihm ja auch nicht böse. Er wurde schließlich kontrolliert und konnte nichts für sein Verhalten. Er konnte dir zwar nicht unter die Augen treten, Ines, aber er sagte, dass er eines Tages ins Dorf zurückkehren würde. Er sagte, dass du das weißt. Er wollte, dass du das weißt. Die Zeit heilt alle Wunden, egal wie tief. Hab etwas Geduld. Blanas. Opa, geht's dir gut? Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ja, mein Kind. Weißt du, ich glaube, ich habe dir damals nach all den Jahren noch nie gesagt, wie stolz ich auf dich bin. Das sollte man auch als Adoptiv-Opa viel öfter über die Lappen bringen. Entschuldigung. Du hast wirklich Großartiges geleistet, Jan. Ich bin sehr stolz auf dich. Vielen Dank. Opa. Jan. Ay, bueno amigos. Jetzt feiern wir erstmal unsere tapferen Helden. Fiesta, fiesta. Jawohl. Und so wurden Ines und Jan von allen im Dorf überschwänglich gefeiert. Doch die Pokémon feierten nicht nur. Sie wollten auch unbedingt hören, was sich alles zugetragen hatte und wie der Frieden wiederhergestellt worden war. So versammelten sich die Dorfbewohner bei Karippas Haus. Und sie lauschten ganz gebannt dem, was Jan zu erzählen hatte. Ines ist also vor sehr langer Zeit schon einmal in unsere Welt gekommen. Und so hat zusammen mit dem Pokémon Mew gegen diese dunkle Materie gekämpft. Und am Ende der Schlacht dann, danach war der, Ablauf der Sterne. Du meinst wohl den Lauf der Sterne? Ja, sag ich doch, der Lauf der Sterne. Also der Lauf der Sterne führt ja dazu, dass die dunkle Materie also und der Lauf der Sterne, was ist nochmal genau passiert? Ei, zum Glück wurde die Schlacht nicht durchs Geschichtenerzählen entschieden. Alle im Dorf lachten ausgelassen und diskutierten die Ereignisse angeregt. Die Zeit verging wie im Flug. Und irgendwann spät abends löste sich die Gesellschaft dann auf. Alle waren bereits nach Hause gegangen. Bis auf Ines, der nur ungern die Nacht im Blanas verlassenem Haus verbracht hätte. So nahm er die Einladung von Jan an und verbrachte die Nacht ebenfalls im Haus von Karippas. Das Zimmer von Jan, hier war ich schon lange nicht mehr. Sehr schön, die Betten werden gemacht. Heute war es ein echt schöner Tag, oder Ines? Aber jetzt bin ich wahnsinnig müde, ich habe wohl einfach zu viel geredet. Tut mir leid, aber ich kann nicht mehr. Ich lege mich für heute schlafen. Gute Nacht, Ines. Jan ist wohl ziemlich erschöpft, aber es war wirklich ein wunderschöner Tag. Wie viele schöne Tage mir wohl noch bleiben? Sind meine Tage mit Jan und den anderen hier gezählt? Wann werde ich diese Welt wohl verlassen müssen? Da mir jegliche Erinnerung an damals fehlt, habe ich auch keine klare Vorstellung. Und ehrlich gesagt bin ich selbst auch ganz schön erschöpft. Ich sollte mich hinlegen. Ich kann ja vor dem Einschlafen noch ein bisschen nachdenken. Aber anstatt nur darüber nachzudenken, wann ich wohl verschwinden werde, sollte ich mir darüber klar werden, was ich eigentlich wirklich möchte. Ich will hier bleiben. Ich will bei Jan und den anderen bleiben. Ja, ich gestehe es mir gerne ein.
Ich will in dieser Welt bleiben. Also muss ich einen Weg finden, nicht von hier weggeschickt zu werden. Es muss einfach einen Weg geben. Ab morgen werde ich danach suchen. Nach einem Weg, hier leben zu können. Was für ein herrlicher Morgen! Ines schläft noch tief und fest, ich sollte ihn besser noch nicht wecken. Stattdessen könnte ich erst einmal einen schönen langen Spaziergang machen. Hm? Was ist das für ein komisches Licht? Es senkt sich auf den Hügel mit dem großen Baum herab. Hey Opa, das musst du dir ansehen! Hä? Ist Jan etwa schon aufgestanden? Wohin könnte sie so früh gegangen sein? Das weiß ich nicht, aber wir speichern jetzt erstmal. So. So, wollen wir mal weitermachen. Auch schon mal, Ines. Einen wunderschönen guten Morgen. Du warst wohl wirklich sehr erschöpft. Du hast tief und fest geschlafen und das nicht zu knapp. Hm, du willst wissen, wo Jan steckt? Sie wollte zum Hügel mit dem großen Baum. Der Hügel mit dem großen Baum? Da war ich auch schon ewig nicht mehr. Vielleicht sollte ich auch dorthin gehen. Ah, all das Stimmenchaos gerade, ey. Können wir da rein? Keiner hier. Ich weiß ja nicht. Also ich verzeihe Blanas. Auf jeden Fall. Wir haben 5 Goldbarren, Leute. Wir haben noch so viele Mini-Belebersamen, das freut mich. Auch wenn wir den Kampf gegen die dunkle Materie nochmal machen mussten und ich von meinem Spielstand laden musste. Egal. Jan. Oh, guten Morgen, Ines. Ines. Komm, setz dich. Es ist so entspannt, den Wolken beim Weiterziehen zuzuschauen. Stimmt. Das erinnert mich an das letzte Mal, als wir hier saßen und die Wolken beobachteten. Weißt du noch, wir hatten uns gerade erst kennengelernt. Wir standen hier oben und ich habe dir von meinem Traum erzählt. Ja. Und ich habe dir auch den Freundschaftsschal gegeben. Ampharos machte uns hier zu Juniorforschern. Genau hier fassten wir auch den Entschluss, gemeinsam das Dorf zu verlassen. Mit diesem Ort verbinde ich viele besondere Erinnerungen. Ja, das kann man wohl sagen. Hier weht immer so eine angenehme Brise und überhaupt ist es ein wunderschöner Ort. Wem soll ich etwas vormachen? Ich will hier in dieser Welt bleiben. Gut. Jan. Ines erzählte Jan von seiner Bestimmung. Ines! Dass seine Aufgabe hier erfüllt sei. Und dass er davon ausgehe, schon bald wieder in die Welt der Menschen zurück zu müssen. Und auch, dass er am liebsten hierbleiben würde, in der Welt der Pokémon. Dass er unbedingt einen Weg finden möchte, diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. All das erzählte Ines ganz aufgeregt und Jan hörte ihm gebannt zu. Vor allem möchte ich hierbleiben mit dir, Jan. Und zwar für immer. Hm. Danke. Das freut mich wirklich sehr, Ines. Jan? Ines, weißt du, warum ich hierher gekommen bin? Weil ich gesehen habe, wie vorhin ein seltsames Licht auf den Hügel gefallen ist. Dieses Licht... Das war Xerneas. Xerneas? Als mich Xerneas hier fand, verriet er mir den Grund für sein Kommen. Er kam, um mich aufzuwecken. Xerneas war hier, um Jan aufzuwecken? Er war hier, um sein Versprechen einzulösen. Welches Versprechen? Diese Frage habe ich mir auch gestellt. Aber als er mich mit seinem Geweih berührte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich erinnerte mich wieder an alles. Ines, ich bin... Mew. Was? Was? Was, Mew? Hat sie Mew gesagt? Ja, als Celebi das zu mir sagte, dass sie diesmal hauptsächlich... Als Celebi zu mir sagte, dass diesmal hauptsächlich ich den Kampf führen würde, da glaubte ich für einen Moment zu verstehen, was er damit meinte. Obwohl ich eigentlich keine Ahnung hatte, was wirklich dahinter steckte. Doch als mich Xerneas mit seinem Geweih berührte, wurde mir alles klar. Da wusste ich, dass ich in meinem früheren Leben Mew war. In ihrem früheren Leben? Das erklärt auch, warum Jan die Schals hat. Aha, und ich habe immer gedacht, Jan könnte auch ein Mensch sein, weil er ja gefunden wurde von Karipas.
Komisch. Das klärt sich dann jetzt auch auf, das ist schön. In ihrem früheren Leben? Du und ich, wir sind uns bereits vor langer, langer Zeit begegnet, Enes. Oh, wie schön das einfach ist. Es heißt, dass die dunkle Materie damals durch den Lauf der Sterne zum Stillstand gekommen sei. Aber dem war gar nicht so. Mit vereinten Kräften haben du und Mio zwar damals den Sieg davongetragen, aber ein gewöhnlicher Sieg reicht nicht, um die dunkle Materie zu bannen. All die negativen Gefühle zerbarsten und wurden in der ganzen Welt verstreut. Und dann in ferner Zukunft, um dann in unserer Gegenwart wieder als dunkle Materie aufzuerstehen. Mit anderen Worten, die Schlacht in der Vorzeit war bedeutungslos. Mio hat... Ich habe versagt. Von da an habe ich mir alle Bürden aufgeladen. Ich musste die Verantwortung übernehmen. So schickte ich meine Seele in die Zukunft. Und hier in der Gegenwart wurde ich dann als Jan wiedergeboren. Jan? Dass du deine Erinnerung verloren hast, ist auch nicht die Schuld von Megalon. Bevor du in die Welt der Pokémon kamst, da habe ich... Mio hat sie gelöscht. Und das wolltest du auch so. Bevor du in diese Welt kamst. Ich soll das so gewollt haben? Dass mein Gedächtnis gelöscht wird? Wir hatten allerlei Maßnahmen vorbereitet, wie zum Beispiel das Wasser des Lichts, aber ich wollte mich nicht darauf verlassen. Wir würden uns auf Altbekanntes verlassen. Würden wir doch nur wieder denselben Fehler wie damals begehen und letztendlich scheitern. Die dunkle Materie entstand aus den negativen Gefühlen der damaligen Pokémon. Und diese negativen Gefühle steckten auch teilweise in Mio. Die dunkle Materie verschwand, als ich ihr vergeben und sie akzeptiert habe. Doch ein Teil von ihr steckt noch in Mio. Für mich ging es in dem Kampf also auch darum, mir selbst zu vergeben. Und weil ich die dunkle Materie akzeptiert habe und sie verschwunden ist, muss nur noch folglich der Teil in mir verschwinden, der ihr entstammt. Von dieser Welt zu gehen, ist nicht deine Bestimmung, Enes. Es ist meine. Wie jetzt? Jan verschwindet? Ernsthaft? Jan? Ich hatte eine letzte Bitte an Xerneas. Als er mich mit seinem Geweih berührte und mir wieder alles einfiel, da wollte ich eigentlich schon verschwinden. Aber ich wollte dir wenigstens vorher noch alles erklären, Enes. Ich habe Xerneas gebeten, mich erst nach unserem Gespräch verschwinden zu lassen. Und ich bin so froh, zum Abschied noch einmal mit dir gesprochen zu haben. Was für ein seltsames Gefühl. Ich bin Mio, aber irgendwie doch nicht. Denn ich bin genauso Jan. Ich bin nicht dieselbe Mio aus der Vorzeit. Irgendetwas ist anders. Mio ist sehr froh, endlich ihre Bestimmung erfüllt zu haben. Doch Jan hingegen. Ich bin traurig, dass ich meinen Traum nicht bis zum Ende verfolgen kann. Aber noch schlimmer ist, viel schlimmer ist, dass ich dir nun Lebewohl sagen muss. Das macht mich so furchtbar traurig. Enes, ich möchte auch bei dir bleiben, Enes. Ich möchte für immer bei dir bleiben. Aber... Das Licht, Jan, uns bleibt nicht mehr viel Zeit, also sage ich es besser jetzt. All die verschiedenen Pokémon in dieser Welt helfen und unterstützen einander jeden Tag. Sie akzeptieren einander, leben miteinander. Ich war immer nur eigensinnig und egoistisch und wollte nur meinen eigenen Kopf durchsetzen. Doch du hast mir klargemacht, wie wichtig das Miteinander ist, Enes. Jan, ich hatte so viel Spaß. Ich konnte meinem Traum folgen und ich durfte dich kennenlernen. Ich habe alles gegeben und bin meinen eigenen Weg gegangen. Jan, warte! Das habe ich alles dir zu verdanken, Enes. Ich danke dir von ganzem Herzen. Mach dir keine Sorgen um mich, es geht mir gut. Mir wird es immer gut gehen. Also musst du mir eines versprechen, Enes. Bitte weine nicht um mich. Nein, Jan, bleib hier. Geh nicht. So darf es einfach nicht enden. Als ich mein Gedächtnis noch hatte, wusste ich da, dass es so kommen würde. Wusste ich bereits von diesem schmerzhaften Abschied, ging es am Ende gar nicht anders. Musste ich alles vergessen, um dieses Ende möglich zu machen. Um die Welt der Pokémon zu retten. Habe ich das alles für Jan getan? Jan! Jan! Die Musik, die ist schön. Und was ein trauriges Ende wieder mal. Ja, so ein, zwei Tränen habe ich schon im Auge gerade, Leute. Ach, ich liebe diese Abschiedsszenen, weil die mal so traurig sind. Heftig. War es das?
Part ist schon wieder sehr lang geworden. Stuff Credits. Ja, Leute, ich habe jetzt nichts vorbereitet, irgendwie, was ich sagen möchte. Oh, heftig. Seichiro Nagahata. Leute, wo fange ich am besten an? Erst einmal die Story. Ja, also das Spiel begann sehr, sehr schleppend. Viele neue Spielmechaniken wurden eingeführt. Die Zweige, die Ringe, die Sipale, die Kombinationsattacken, das Hin- und Herschieben von Pokémon. Alles Mögliche. Vieles wurde neu eingeführt. Und das hat mir sehr gefallen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass mir diese Neuerungen so gefallen würden. Denn das mit den Sipalen fand ich am Anfang sehr kompliziert. Zum Ende hin ging es also viel, viel besser. Das habe ich auch gemerkt. Und das Lied im Hintergrund ist ein Remix aus dem Mystery Dungeon Theme. Das ist schön. Aber die Story, ja, die ging nur schleppend voran. Ich glaube, erst so, als wir in Trubelstadt ankamen, dann ging das erstmal so richtig los. Ja, mit der Konexosphäre und dem Kampf gegen Hirachi. Ich glaube, ab dem Punkt hat sich die Story so ein bisschen zugespitzt. Das hat also sehr lange gebraucht, erstmal um an Fahrt aufzunehmen. Das mit Blanas fand ich sehr, sehr gut inszeniert. Also da kam man nicht so leicht dahinter. Allerdings hatte ich seit dem Anfang des Spiels schon irgendwie so eine komische Vermutung. Weil Blanas halt ein Unlicht-Pokémon ist und vor dem Megalon geflüchtet ist. Das kam mir so ein bisschen komisch vor und ich habe dann immer so Misstrauen gegenüber Blanas empfunden. Ja, was sich dann am Ende auch als richtig herausgestellt hat. Was ich sehr, sehr interessant fand, war die Welt des Nichts. Und als wir von dort wieder zurückgekehrt sind, die ganzen Plot-Twists, die waren, Leute. Dass Psiao uns erstmal quasi an der Nase herumgeführt hat, dann aber doch nicht, weil es halt eine Doppelagentin war. Dass Blanas überhaupt dahinter steckt. Die ganzen Szenen auf dem Segensberg, das mit Rabigator. Das mit Entei Raikou Suicune in der Welt des Nichts, dass sie uns so blöd angemacht haben und dann doch schon die ganze Zeit geplant war, dass wir in die Welt von uns zurückkehren sollen und so. Heftig, wie gut das alles inszeniert wurde. Und ich muss sagen, dieses Mystery Dungeon ist für mich definitiv besser als Portal in die Unendlichkeit und besser auch als der erste Teil. Ich weiß noch nicht ganz, ob es für mich an Erkundungs Team Himmel rankommt, denn da fand ich die Geschichte mit Reptain und Zwirfins irgendwie schöner. Das Ganze hatte für mich dort mehr Charakter als hier. Hier waren auch sehr viele legendäre Pokémon, sehr viele Charaktere an sich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ganz besonders fand ich den Soundtrack. Also, wenn der mal nicht episch war, dann weiß ich auch nicht weiter. Was ich auch schön fand, ist die ganze Sache mit den Freundschaftsschals, dass wir uns schon in der Story quasi entwickeln konnten. Zwar nicht auf unsere zweite Stufe, aber auf die letzte Stufe. Ja, dass wir dann als Zupex und Phoenixes auch ein paar Kämpfe bestreiten durften. Einige Bosskämpfe fand ich sehr, sehr cool gemacht. Also besonders lustig fand ich den Bosskampf gegen die Quappo, auch wenn mir das Quappo-Flüsschen nicht so zugesagt hat. Die ersten paar Bosskämpfe, also das gegen Knaxel und das gegen die Bibor, das fand ich so ein bisschen, naja. Aber wiederum der Kampf gegen Iveltal, gegen Entei, das war alles sehr heftig. Haben die auf jeden Fall sehr gut inszeniert. Dieses Mystery Dungeon ist auf jeden Fall für mich eine klare 9 von 10, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Ich bin gespannt, was noch kommen wird. Das Let's Play ist nämlich noch nicht vorbei. Wir werden uns auf jeden Fall noch ein bisschen mit dem Postgame beschäftigen. Bin auch gespannt jetzt, was mit Yan los ist, die ja eigentlich Mew ist. Den Plot-Twist gerade, den habe ich gar nicht erwartet. Das war auch irgendwie gar nicht vorherzusehen. Aber es ist logisch, dass Yan dann verschwinden muss, wenn sie als Mew noch einen Teil der dunklen Materie in sich trägt und die dunkle Materie verschwinden soll, dann muss auch Yan von dieser Welt verschwinden. Bin gespannt auf jeden Fall, wie es jetzt weitergehen wird. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Missionen machen und ich bin mir sicher, wir werden unseren Partner irgendwann wiedersehen und wir werden das Spiel nicht zu 100% spielen, das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Wir werden nicht alle Pokémon rekrutieren, das mache ich dann privat. Aber ich denke, ich werde das Spiel auch selber privat nochmal durchspielen und dann halt quasi das Ganze machen. Wir werden auf jeden Fall jetzt so lange weiterspielen, bis der Alltag einkehrt und wir unseren Partner wieder getroffen haben. Das ist jetzt erstmal das Ziel. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ich denke mal 4 bis 7 Parts wahrscheinlich noch.
Ich denke, dann soll es das auch gewesen sein mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Wir lassen jetzt nochmal die Credits durchlaufen. Deutsche Übersetzung: Kathleen Kalms, Daniel Heucher, Michael Ecke, Matthias Wissnet, Josef Chanel, Sina Möhleken, Claudia Thon. Ja. Was ich auch sehr, sehr gelungen fand, war einfach, dass die Tutorials in die Schule verpackt wurden. Also, dass die Tutorials nicht einfach reine Tutorials waren, sondern halt mit der Schule kombiniert wurden. Was ich ein bisschen schade fand an diesem Spiel ist, dass man sehr oft auf die Top-Elixiere und Elixiere angewiesen ist, weil man halt so viele AP verbraucht. Aber es war auf jeden Fall sehr schön. Ich sag jetzt auch erstmal nichts mehr. Wir lassen jetzt die Credits durchlaufen. Wir hatten eine so schöne Zeit zusammen. Unsere Seelen sind für immer verbunden und eines Tages werden wir uns wiedersehen. Ganz sicher. So. Leute, das waren die Credits, aber wie es am letzten Screen gerade stand, das ist nicht das Ende. Also das wird nicht das Ende für uns, wir machen auf jeden Fall noch weiter. Wir sehen uns morgen wieder im nächsten Part von Pokémon Super Mystery Dungeon an dieser Stelle. Bis dahin, ciao.